Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, es ist wieder soweit. Und zwar, wir gehen in eine weitere Runde Masochist Challenge. Und ich habe richtig Bock. Und ich habe jetzt mal hier professionell einen richtigen Counter gemacht. Wir sind aktuell bei 5 Wins und parallel bei 29 Loses. Das heißt, wir holen uns jetzt heute hier auf jeden Fall unseren 30. Niederlage rein. Aber das ist ja nicht schlimm. Genau. Lalalat-Spiel. Erstmal noch eine kleine Anmerkung für Leute, die das noch nicht ganz verstanden haben. Das muss ich nochmal hier erwähnen. Und zwar, wir müssen hier auf Shop gehen und dann auf deine Tickets. Wie gesagt, Leute, wir haben hier die Legacy-Packs und wir haben die bekommen durch die Follower-Kampagne, die aber nicht zählt. Bedeutet, wir haben gerade unrechtmäßig hier Packs, aber wir warten, bis wir genug haben. Es wurde auch schon in den Kommentaren gesagt, dass ich ja einfach mehr holen kann. Also ich kann die ruhig alle öffnen, weil hier sind ja nicht so gute Karten drin. Das stimmt natürlich, definitiv. Aber ich will erstmal gucken. Bisher haben wir Progress, also das heißt, wir kommen voran. Auch ohne die zu öffnen. Das heißt, wir haben aktuell noch 3 offene Packs. Dann sind wir Status Quo. Und dann jedes Pack, was wir bekommen, würde ich sagen, machen wir dann, bis wir 10 voll haben. Dann haben wir direkt einen Boost. Weil wenn wir zum Beispiel eine komplette Losing Streak haben, dann einmal gewinnen, dann haben wir auf einmal Festival des Öffnens. Also wir lassen das erstmal. Außer wir kommen gar nicht voran. Ne? Oh, wir haben auch irgendwie... Wie kann ich ein Duelist Cup Pack haben? Ich habe nicht mal Duelist Cup gespielt. Naja, egal. Ja, wie gesagt, ne? Zubehör können wir auch noch überlegen, ob wir in Zukunft das holen. Aber das ist jetzt hier nicht Sache dieser Folge. Die Sache dieser Folge ist nämlich Duelle. Und wir haben eins der besten Karten überhaupt. Wir können nochmal das Deck angucken. Und zwar, wir haben einen Inspector Border. Und das ist natürlich ein Floodgate. Und Floodgates sind super, denn jetzt könnten wir theoretisch auch First gehen. Theoretisch. Praktisch hat unser Deck trotzdem nicht so viele Engines, aber wir werden. Es wird langsam. Das Deck wird größer, das Deck wird besser. Und ich denke mal, aufgrund dieser Tatsache haben wir dann am Ende doch eine Chance. So, jetzt, wir dürfen anfangen. Wie gesagt, wir gehen aktuell noch als Zweiter. Das wird irgendwann kippen. Irgendwann wollen wir anfangen, weil aktuell haben wir sehen es ja, sehr wenig Zauberkarten, wenig Fallenkarten, die gut sind. Sehr viele Monster und darunter nur viele Normalbeschwörungen. Und wir wollen natürlich in Zukunft dann wie auf First gehen, aber jetzt aktuell bringt das halt nicht so viel. Klar, ne, Bohrmaulwurf zum Beispiel ist eine Karte, mit der wir natürlich generell eher gerade auch First gehen könnten. Die Hand ist ziemlich interessant. Wenn ein offenes Monster kontrolliert als Ziel für einen Angriff gewählt wird, dann hat der Gegner zu denen deines Gegners Monsters. Das ist ziemlich gut. Boah, das ist ziemlich gut. Ja, der Gegner macht nichts. Das ist super. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Bohrmaulwurf, weil die will man ja erstmal nicht zerstören. Ist die... Ne, das ist ungeheuer. Okay. Nimm eine Phantom-Zauberkarte von der Decke. Okay, er spielt wieder Galaxy, aber nur 9. Also er spielt kein Full-Power-Galaxy oder... Keine Ahnung, was das heißt. Genau, falls es zerstört wird, dürfen wir sogar noch was machen. Aber wir sind ja nicht... Okay, er spielt Phantom. Das kann natürlich gefährlich werden. Wir haben unseren Defense-Switcher, was gut... Oh, er sucht sich eine Trap. Warte... Lege während der. Lege ein Phantommonster, das du kontrollierst auf dem Friedhof. Okay, dann macht erstmal gar nichts. Aber muss auch sagen, dass wir es wie haben, macht auch erstmal gar nichts. Wir greifen direkt an. Gehen mehr für 2, setzen die, geben ab. So, ich bin zufrieden. Erstes Duell scheint schon hier auf Augenhöhe stattzufinden. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn der Phantom spielt, dass hier kein Galaxy Dragon ruft. Weil das wiederum wäre natürlich ein großes Problem mit 3000. Oh, Set 1. Nehmen wir. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Pass. Okay. Ich meine, er hat natürlich Zeit, ne? Er kann natürlich ganz klar hier Chili-Milli spielen. Er muss... Oh, das ist auch sehr, sehr gut hier. Wir ziehen hier wirklich gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein. Wie gesagt, den wollen wir eigentlich aufbewahren. Um dann eben natürlich Monster zu switchen, eventuell. Weil Verteidigung, Verteidigung, Angriff. Dann gehen wir einfach ganz, ganz entspannt in die Battle Phase. Bisher nichts Krasses. Ich würde mein Krokodil gerne ziehen. Aber haben wir leider nicht. Aber was nicht noch ist, kann auch werden. Das Ding ist, es sieht immer so gut aus, aber das reicht halt nicht. Das reicht halt einfach nicht, weil wir müssen da mehr rauskommen. Wir müssen da mehr rauskommen. Jetzt aktiviert er seine Trap. So, lege diese Karte, wenn das dann neu aktivieren. Du kannst einen vollen Phantommonster. Lege ein Phantommonster, was du kontrollierst, auf den Friedhof, um einen der vollen aktivieren. Beschwöre ein Phantommonster mit den unterschiedlichen Namen.
Okay, also er kann jetzt von Ton... Warte, er kann sogar Galaxy, ne? Genau, er kann jetzt den weglegen. Ja, das ist mir egal. Boah, jetzt Ketten verschwinden wäre richtig krass. Genau, jetzt nutzt er den Effekt. Jetzt geht der weg. Und jetzt kann er natürlich seinen Galaxy rufen. Ich meine, wenn er nur Galaxy ruft, ist das egal. Also dann ist halt wirklich egal. Was ist das, wenn ein offenes Monster das sogenannte Ziel für einen Angriff gewählt wird? Okay, das geht also nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich attacke, hatte ich mir schon überlegt, aber egal. Was sagt die nochmal? Dein Gegner hält jeden Kampfstein, den du aus Kämpfen, an dem diese Karte erhalten hättest. Das ist voll gut. Hä, warte mal, beschwört den Angriff? Dein Gegner hält allen Kampfstein, sie kann nicht angreifen. Ah, schade. Ist nicht Jubel. Es ist nicht Jubel. So, jetzt aktiviert erstmal hier den Effekt. Kannst du Photonzauber und Fallenkarte holen. Also streng genommen, also sind wir mal realistisch, ne? Da sind wir mal ehrlich. Okay. Wenn es jetzt ein gutes Photonendeck wäre, dann wären wir jetzt schon komplett raus. Aber das spielen wir natürlich, weil wir sind noch drin. Oh, das geht sogar. Das geht sogar im selben Zug. Aber in Verteidigungsmodus, okay. Weder angreifen noch als Synchromaterial verwendet werden. Aber er hat ja schon normal beschworen. Also von daher. Ah, wo? Auf dem Friedhof. Okay, fair. Die Token gehen nicht. Das heißt, wir sind da in einer guten Position. So, jetzt ist die Frage, was er angreift. Wenn er den angreift, perfekt, weil. Oh ne, jetzt kommt links zusammen. Nämlich voll vergessen. Ist ja nur für keine Synchro-Beschwörung. Wenn der Link-Beschwörung geht. So, wir müssen erstmal gucken, ob wir hier in Link. Link, genau. In Exit-Play kommen können. Wir brauchen dafür. Das geht schon mal nix. Finsternis wird auch nix. Wird schwierig. Empfänger. Wir haben doch jetzt den, ne? Ja, wir können den theoretisch rufen. Macht doch. Okay, er rastet jetzt doch komplett aus. Jetzt die Frage, wie wir spielen. Ja, ganz so gut ist das nicht. Wir können natürlich versuchen und hoffen, dass er den Effekt nicht liest. Und da reinrennt. Aber erstmal gucken, was hier das Endboard ist. Also wir können eine Karte auf jeden Fall rausnehmen. Ja, was sehr gut ist. Oha. Oha. Und wir können alles einmal protecten. Einmal protecten. Esgefühl so geil. Wir haben noch keine Maschinen. Ja, jetzt rastet er komplett aus. Ey, das ist aber auch wieder so. Das ist so wie. Also so explosiv so, weißt du, so Pass, Pass, Pass. Er kann mir erzählen. Die hat er wahrscheinlich gezogen, ne? Aber, ach so. Er hatte wirklich Brick, ne? Also, er hatte die jetzt nachgezogen. Dann kann er comboen, versteht sich. Aber die Karte war in der Hand erstmal nutzlos halt, ne? Komplett nutzlos. Aber ja, jetzt wollen wir mal sehen. Also aktuell, ihr müsst ja eine Exit-Summon jetzt durchführen. Mich stört ein bisschen sein Pacing. Okay, jetzt geht's ab. Fettes, dickes Monster. Aha. Okay, kann jetzt Kontrolle übernehmen bis zum Ende des Spielzuges. Das ist strong. Aber ändert halt erstmal nichts. Er will mich finishen, ne? Er will mich wirklich finishen, diesen Zug. Ja, das ist vollkommen okay. Oh. Pff, warum ist der denn so big? Strong-Effekt. Also Galaxy Cypher 3 würde ich auch gerne. Ey, warum kommt der denn immer wieder? Was ist denn diese Kackkarte, Alter? Bin sauer. Bin richtig sauer. Warum macht die so viel? Ich meine, es ist Brick, ne? Aber warum macht die so viel? Mann, warum gibt die immer mehr Buddies? Ja, toll. Link. Nee, was? Hä? Ich check grad gar nichts. Wie ist der denn jetzt gekommen? Ey, wie viel Angriffskraft willst du denn noch haben? Oh, Battleface. Okay, jetzt kommt's. Ja, wir müssten eigentlich jetzt hier... Ja, das ist die Frage jetzt hier. Wir können halt einen rausnehmen. Komm, wir nehmen einen Galaxy raus. Jetzt muss ich erstmal überlegen hier, was passiert. Was passiert hier? Das ist ja sehr witzig hier. Habe ich voll vergessen, dass das Ding einen Effekt hat. Das ist ja kein Vanille. Oh no. Oh no.
Ja, dann müssen wir jetzt hier natürlich irgendwie unser Leben schützen. Ey, ich weiß echt nicht, wie wir das hier switchen wollen. Ich meine, 3000, 3000, 3000. Schwierig. Ey, mit Photonen. Oder Hexer. Schade. Er spielt weder Krieger noch Hexer. Aber wir können jetzt wirklich das hier machen. Wir können ja banishen, ne? Das ist ja richtig ärgerlich, wenn man das. Welche Stufe hat die eigentlich? Stufe 1, aha. Der kann sogar Control, ne? Einer pro Spielzug. Ja, Leute, ist verloren. Das ist hoffnungslos. Er braucht auch nicht spielen. Er kann nochmal Kontrolle übernehmen. Das ist doch die 30. Niederlage. Ja, verdient, ganz ehrlich. Schade. Gegen den wäre es natürlich gut gewesen, anzufangen. Es ist echt schwierig, so irgendwie zu entscheiden. Weil, wie gesagt... Oh, Masterpack-Challenge. Oh, dann gehen wir als Renner weiter. Ey, er spielt Masterpack. Er spielt Masterpack-Challenge? Da sind wir dabei. No way. Wir haben einen Gegner gefunden, der das gleiche macht wie wir. Warte, wie viel extra Karten hat er? Wir haben auch schon fast 15, ne? Oder haben wir 15? Ja, er spielt Masterpack-Challenge! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn. Okay. Wir haben... Ja, was für Masterpack-Challenge! Willst du mich verarschen? Wie kann man denn so gut ziehen? Ja gut, das wäre natürlich ein Problem jetzt. Das wird ein Problem. Aber er kann nicht direkt angreifen. Oh, das ist natürlich strong. Ist jetzt die Frage. Wir könnten halt den rufen, weil der kann nicht dann direkt angreifen, ne? Kann nicht angreifen, falls ein anderes Monster kontrolliert. Okay, dann machen wir das mit denen hier, ne? Ja, doch. Und werfen. Ja, das machen wir doch. Oder? Du kannst einen Kadaver werfen, ein verdecktes Monster wählen. Das ist kontrolliert. Okay. Rufen wir ihn. Heuer! Ja. Verbündete der Gerechtigkeit, Sucher. Kann er mir auch immer kicken, weil die ist absolut schlecht eigentlich. Aber hier in der Masterpack-Challenge-Modus ist die Bastet. So, jetzt werfen wir hier nämlich den ab. So, mein Lieber. Und jetzt machen wir nämlich das hier. Au, Roxasa. Dann zeig mal, was du kannst. I mean, den Schaden nehmen wir mit. Aber ey, wie kann das denn sein, dass wir hier gegen Dead Blue Eyes einfach... Egal, 1-1 Schaden. First Blood. Ja, hol dir halt einen blauen, weißen Drachen. Weil wir dürfen ihn nicht Tribut beschwören lassen. Er hat keinen. Er hat ihn in der Starthand. Okay, wir dürfen ihn nicht zwei Monster haben. Da kommt ein Blue Eyes und das war's dann. Wir haben ihn zum Outen. Ja, müssen wir jetzt gucken. Okay. Falls ihr unser Kampf beschwört. Oh, die ist gut, die ist gut. Oh. Okay, der Token ist nicht relevant für den Blue Eyes. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil sonst hätten wir ein Riesenproblem. Oh, aber er kann angreifen. Ja gut, fair. Fair. So, er kann ja nicht angreifen, solange da ein anderes Monster ist. Dementsprechend, wir müssen den ja gar nicht aktiv outen. Es würde ja in der Theorie, weil da haben wir Feuer, Erde, Finsternis, ja... Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall beschwören. Was once per turn, Alter? Das ist ja strong. Das ist ja richtig strong. So ändern wir ihn in Verteidigung. Weil er kann ja nicht angreifen. Diese Karte kann nicht angreifen, falls so ein anderes Monster kontrolliert ist. Ja. Dann gehen wir in Battle Phase. Ey, der Cracker, der wird jetzt ein bisschen nerven, aber ja. So. Okay, Trap scheint erstmal auch nichts Gutes zu sein. Ja, dann gehen wir erstmal hier weg. So. Dieser Effekt mit den 1000 Burn kann relevant werden. Okay, wir spielen halt quasi beide Masterpack Challenge. Aber was hat er denn für Karten, Alter? Die blaue Donner und Phantomdrescher. Boah.
Ja, cool. Kann ich Ziel für Karteneffekte gewinnen? Ja, das ist jetzt ein Riesenproblem. Also, wir haben gehofft, hier keinen Blue Eyes zu kriegen, aber... Diggi, der hat ja viel bessere Karten als ich. Wie lange spielt der das schon? Also, wie lange spielt der schon Master Pack Challenge? Ist ja unglaublich. Nein, ist ja nicht sein Ernst hier jetzt. 2-2, Alter. Non-Target-Ding. Boah, jetzt haben wir auch ein 2-2. Ja, wir rennen erstmal über den drüber. Also wir haben quasi eine Normalbeschwörung. So, mach den platt. Es sieht lebensmitteltechnisch natürlich nicht gut aus. Natürlich in der Masterpack Challenge. Ja, wir ziehen auch nur Monster, ne? Das meine ich. Wir haben viel zu viele Monster drin. Und zu wenig gute Fallen. Reptil ist der. Wir brauchen irgendwie. Wir haben genug Karten, die jetzt. Also, genug ist gut gesagt. 2 oder 3, aber naja. Wir haben. Digga, warum hat der denn so ganze krasse Effektmonster? So, Battleface. Ja, das ist natürlich jetzt stark. Aber der hat 1,6 nur. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe jetzt Ja gedrückt. Machen wir ja oft die Kacke. Alter, richtig mad hier. So. Ja, Lifepoints schwinden dahin. So, jetzt bräuchten wir irgendwie was. Was special. Dann wären wir sehr gut in der Position. Okay, 1,9 Defense. Das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Sie ist Fee. Das heißt, wir können einen Effekt annullieren. Jetzt beschwören wir ihn damit. Das heißt, wir können jetzt einen Effekt annullieren. Das ist schon mal gut. Okay, Battleface. Einmal so, greifen den an. Also an sich ist es auf Augenhöhe. Aber es stört jetzt, dass der, also der ist ja MVP gewesen hier. Was ist das denn jetzt? Aber schon mit Endface. So muss ich machen, ne? Hoho! 300 Schaden. Wäre zu bitter, wenn der jetzt auch so aus wie Herald ist, lohnt nichts mehr. Abschließend, wenn du spielst, du kannst ein Feuermonster außer diese Karte von deiner Hand oder auf dem Spielfeld auf den Friedhof legen. Diese Karte kann diesen Spielzug nicht durch Karteneffekte zerstören. Ja gut, den Effekt würde er ja niemals nutzen. Das heißt, der würde leider nichts ändern. Warum hat er denn sowas? Das ist ja voll frech. Also er hat ja viel bessere Karten. Ich bin richtig sauer. Alter, heute ist auch eine Folge, die macht mich richtig, richtig sauer. Ja, freu dich, ihr coolen Masterpack, ey. Bin mad, Alter. Kriegen wir dafür was? Ja, wir kriegen nichts, ne? Ist auch so frech. Ich weiß, ihr habt das schon geschrieben in die Kommentare. Erst wenn man halt 1000 hat, kriegt man überhaupt so Legacy Packs und so. Aber ich meine, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Achso. So. Wir spielen nicht gegen. Okay, wir müssen. Ich glaube, in Zukunft, falls wir irgendwie erkenntlich machen, dass wir eine Masterpack-Challenge machen, dann gehen wir vielleicht first. Weil wir theoretisch, wer Tributmonster ruft, hat gewonnen. Aber wäre dieser blaue, dumme Dude da nicht gewesen, wäre das auch nicht das Problem gewesen. Oh, wir haben unsere... Nee, schade. Ich dachte, wir haben einen guten Beatstick. Aber wir haben eigentlich unser bestes Monster. Guck mal, gut, dass wir nicht angefangen haben. Das wäre einfach nur Set Pass. Oh, eine Niederlage. Da muss ich natürlich noch vermerken. Auch wenn die Niederlage mich sauer macht. Sauer. Ey, Diggi. Komm, disconnect einfach. Wer das einfachste Masterpack. Okay, schade. Okay, was? Aha. Okay. Sieht jetzt nicht so krass aus. Was ich lustig finde eigentlich. Also Bronze, wir haben ja schon gesehen, dass eine Bronze... Full Meta gespielt wird oder so. Auch weil Leute sich halt neue Accounts oder so gemacht haben. Aber je mehr Leute die Master Pack Challenge machen, desto mehr Leute spielen ja eben nicht so gute Decks, weil natürlich Master Packs einfach nur drin sind. Das heißt, für Anfänger wird es wieder leichter. Also Leute, mehr Master Pack, mehr Master Pack Challenges, beziehungsweise Masochist Challenges machen. Das hilft den Anfängern. Auch Erfolgserlebnisse im Low Ladder zu haben. So, er hat auf jeden Fall andere Probleme. Er hat keine Erfolgserlebnisse mit seinem Internet, habe ich so das Gefühl. Also, ich sag mal so. Wenn du jetzt...
Danke. Ich wollte gerade sagen, wenn du so lange mir Zeit raubst, dann möchte ich auch den Win haben. Win. Ey, guck mal, das ist ja komplette Party. Rank up. Ey, geht's wieder richtig ab. Edelsteine. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch Legacy Packs. 2 Legacy Packs. Das heißt, wir sind auf 9. Das heißt, noch 1, dann sind wir Status Quo. Und natürlich, Leute, wir wissen's, ein neues Master Pack. Master Pack, ich liebe es. Oh, das ist immer wie Weihnachten hier. Weil man schätzt dann auch jede Karte wert, die man kriegt, ne? Also wirklich jede Karte, die wir ziehen, schätze ich wert. Wir kaufen. Super Rare. Nehmen wir mit. Aber wir brauchen gar keine Super Rare Karten. Eigentlich reicht es ja, irgendwelche Karten zu kriegen. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal... Okay, die Karte ist komplett useless. Geht nur mit Magier. Wir haben... 1-8, das ist gut. Der Gegner kann keiner seiner Monster in der Spiel sie sein Escrow-Monster als Ziel für Karteneffekte wählen. Oh, das kann sogar relevant werden. Wenn der Effekt eines Monsters, das der Gegner kontrolliert, aktiviert, während Schneideffekt, du kannst einen Escrow-Monster von deiner Hand verbannen, zerstören das Monster. Okay, ist egal. 1-8er Beatstick. Und er ist Licht. Oh, er ist 6. Du kannst ein anderes Dinosaurier-Monster abwerfen, beschwöre die Karte spezial schon von deiner Hand. Sofort ins Deck. Ja, okay, ne, ist komplett useless. Und? Uraktisch. Geht nur mit themeneigenen Karten. Das ist natürlich nicht so gut. Abruschel, du kannst auf den Schicksalsdame. Die hat nur 1-6. Könnte relevant werden. Oh! Das ist broken. Und Krebons. Das ist auch sehr gut. Alter, das sind richtig gute Karten. Ey, Krebons ist perfekt. Ey, vor allem für unser Tribut, langsames Tribut-Deck. Sofort Deck ändern hier. Sofort Deck ändern hier. Deck ändern. Deck ändern. Deck bearbeiten. So, was haben wir denn jetzt Schönes? Also, wir packen auf jeden Fall den guten Dino rein, den rein, den rein. Und wir machen noch 15 rein. So, und die Trap natürlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier rausnehmen. Also, Dinosaurier müssen wir jetzt ja drin lassen. Das ist natürlich klar. Also, jetzt müssen wir erst recht die Dinos alle drin lassen. So, hier, der war nur so just for fun drin. Den können wir dann rausnehmen. Der hier ist auch eigentlich, der ist dark. Aber Krebons besser. Nehmen wir auch raus. Ja, der ist natürlich an sich ein Break. Aber ist ja nicht schlimm mit den anderen Dinos dann zusammen. So, wir haben 1,6er Beatstick more. So, das heißt, wir haben Beatstick mehr. Der kann noch was machen. Der ist aber nur 1,6 und 1,8 Defense. Den nehmen wir auch raus. Und wir haben ja noch eine neue Trap drin, die gut ist. Wie viele Maschinen haben wir noch? Weil wir spielen ja diese eine Spell. Ungeheuer Maschine, okay. Drache, Fee, Krieger, Krieger, Dinosaurier. Oh, das ist auch Maschine. Das ist natürlich stark. Aqua, Worm. Ja, aufgrund der Tatsache, dass sie sonst aber nichts macht. Wir haben sie nicht einmal gut resolved. Wir können die auch rausnehmen, speichern. So, Deck verbessert. Ja, wie ihr seht, ne, sehr viele Monster. Aber so langsam kommen Mini-Kombos. Und das ist ja das, was wir wollen. Mini-Kombos sind sehr gut für uns. So, rein da ins Ranked. Achso, wir haben Winmore, aber das habe ich schon eingetragen. Let's go! Ey, wenn wir gewinnen, direkt wieder ein Rank up. Na ja, gut, das ist immer ein Bronze so. Aber egal. Schaffen wir eine Winning-Streak? Schaffen wir eine Winning-Streak? Guck mal, das war doch auch direkt nicht mehr sauer. Direkt nicht mehr sauer. Das Problem ist auch, glaube ich, ein bisschen an diesen langsamen Decks. Also generell, ja, du kannst ja mit einem schlechteren Deck durchaus gewinnen, wenn der Gegner zum Beispiel eben brickt oder so. Aber das Problem ist ja, wir können überhaupt nicht finishen einen Zug. Es geht halt einfach nicht. Oha. Aha, okay. Wir haben unseren Tuner. Ey, wir können unseren Dings rufen hier. Wenn diese Karte schon auf Friedhof gelegt wird, kann ein Synchro-Monster von Typ Gefühl in den Friedhof fehlen, außer ihnen beschwörst du das schon. Ja, I wish I can, okay. Oh no. Der zählt der Genex, ne? Oh no. Ja, das war's. Das ist. Warte. Ja, 15, der spielt komplett Genex, ne? Braucht der? Ein Genex-Monster. Ja, ich hab verloren. Wenn er jetzt Link 1 ruft, dann war das. Ja, also eigentlich kann ich schon aufgeben. Oder wen hat er sich geaddet? Es nervt auch mal immer off, ja. Anschließend kannst du James Monster Friedhof verbannen. Okay, warte. Vielleicht. Ja, okay, das ist natürlich klar. Ist jetzt die Frage, kann er jetzt comboen? Nein, kann er nicht. Okay, wir wollten aufgeben. Zu früh! Ja, kommen wir komplett drüber. Ja, das ist natürlich ein Problem. Oh, 1,8. Oh, 1,8.
Ja, leider haben wir gar kein spezialbeschwörbares Monster, so wirklich. Aber wenn der Effekt eines Monsters, das in diesem Spiel beschworen wurde, okay. Wir müssen dementsprechend dann den zerstören. So, wir haben ihn. Wir spielen inzwischen sogar genug Dinos, ne? Ich kann von deiner Hand auf den Friedhof legen, für deine Hand ein Pflanzenmonster, Stufe 7. Ja, das bringt halt nichts. Ja, wir können halt ihn wiederisch beschwören. Aber nee, warum Risiko eingehen? Falls wir unser neues Root-Monster ziehen, er denkt sich auch, was passiert hier? Sei nicht, da kann ich den Kampf zerstört werden. Okay, doch. Ja, dann perfekt. Dann rennen wir da rein, setzen die Falle und die Falle könnte dann... Okay, er kann jetzt beschwören. Ja, gut. Wie gesagt, aktuell noch kein Problem. Analyse. Noch kein Problem. Ey, ich spiele kein Genix, ne? Oh. Das ist eher ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Ja, guck mal, sowas bräuchten wir. Das ist ja richtig krass. LOL, es geht ja nicht mit dem Zerstören. Voll gut. Okay, sieht aktuell sehr schlecht aus. Darf der noch auch synchronisieren? Oh, no, 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 no. Ja, das ist ein Riesenproblem jetzt. Ja, komm, dann ist halt auch vorbei. Also, wenn er hier mit solchen Tricks hier ankommt, dann wollen wir das Ganze auch nicht. Also, wer so ankommt, also da taumelt es mir auch wirklich nur, Rabbit. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall zu Bronze 1 hier heute noch kommen. Ey, also bisher, ich habe mich ja letztes Mal beschwert in der letzten Folge, dass jetzt Tempai da ist und uns alle Tempai hier in Low-Rank spielen. Aber vielleicht habe ich genug gewartet. Der smarte Boy. Jackie Black, alles klar. So, wir dürfen ihn eh nicht ausruhen. Das erleichtert das Ganze natürlich. Du bist als Zweiter. Na, schade, ne? Das ist natürlich etwas, was wir jetzt hier nicht erwartet haben. So, mal gucken, was spielen wir denn? Ja, erster Check, wie viel extra Deck? Oh, okay. Okay, 15, schade. Ja, ist okay. Jetzt noch den kleinen Dino ziehen. Nein, er hat nicht das Starter-Deck geholt. I mean, es ist schlau, das Structure-Deck zu holen, aber... Warte, die holt aus dem Deck, oder? Nee, nur vom Friedhof. Hand oder Friedhof, okay. Das ist ja erstmal vollkommen fein. Ja, okay. Das war es dann auch komplett hier an dieser Stelle. Ja, schön. Also, das Spiel macht Spaß. Das Erfolgserlebnis ignorieren wir jetzt einfach, was wir heute hatten. Wir machen einfach weiter. Ich meine, was haben wir heute gespielt? Wir haben heute erst 5 Duelle gespielt. Da muss auch ein bisschen mehr rein da. So, gegen Nick. Hallo, Nick. So, Nick, zeig mal, wie viel Blue Eyes du hast. Es sieht mir so hart aus, als würde er Blue Eyes spielen. Warum ist Sagan eigentlich im Weltall? Kann auch niemand erklären. So. Ja, übertreib. Wir ziehen noch Monster. Guck mal, jetzt, wo wir ein Tributmonster rufen können, also theoretisch, ne? Also wir haben ja hier die Möglichkeit. Digga. Ist das dein Ernst? Ja. Okay, das ist ja mal kompletter Absturz. Alter, gegen Punk, ey. Weißt du, wie viel Plus diese eine Karte generiert? Da bin ich komplett raus, Alter. So nicht. Guck mal hier. Hier sind die Skipperinos da. Bald kann ich doch eine Folge machen, wo ich nur skip hab, ey. Mich wundert, dass ich das noch nicht hatte, ehrlich gesagt. Nomo. Okay. Nomo an Start hier. Da muss aber lange überlegen. Das ist die Frage, hat er ausgewählt oder war das Zufall? Weil nach der Zeit irgendwann wählt das Spiel ja von selbst aus. So, wir gehen als Zweites. Ja, doch, ist eigentlich solide. Mit der hätten wir so anfangen können. Wenn ihn setten können. Pass, greift an, nächstes zur Tramutbeschwörung. Absolut ganz links unter uns das Gegner kontrolliert und ein anderes Vampirmonster kontrolliert, sowie eine vertauschte Kontrolle. Ja, das weiß ich auch nicht. Also es kann Set Monster, das ist gut. Der Gegner kann keins seiner Monster in derselben Spalte wie dein S-Mann erzielen. Der Gegner kann keins seiner Monster in derselben Spalte wie eins deiner S-Mann. Okay.
Okay. Also er spielt. Oh. Na, der ist schon besser. Vor allem macht der mehr Angst. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Der macht Angst, als würde ich erstmal ein Deck spielen, was ich kombon kann. So, Battle of Face, Attacker. Das bin ich mal gespannt, was er spielt. Nein. Deck das auf! Was liegt da? Bitte was? Bitte was? Stark. Ich glaube, das wolltest du auf deinen. Wolltest du nicht so machen? Warum hat der als Level 4 Monster 2006? Hä? Ich wusste nicht mal, dass es so ein Monster gibt. Was ist das? Ein Level 4 Monster. Huh? Ah, das Dinosaurier. Lustig, ne? Wir können sogar Kontrolle tauschen. Was ist das? Warte, ist Sky Prison Hexer? Ne, Fels ist der. Das ist natürlich schlecht. Digga, ich hab gar keinen Bock da anzugreifen. Der hat doch auch wieder 2-6 oder so. Ja, ey. Also ganz ehrlich, das Ding ist halt komplett irrelevant. So. Wir könnten auch erst angreifen, dann Kontrolle changen. Aber er ist ja stärker. Bringt eigentlich nichts. Oh, okay, interessant. Ich würde sagen, wir machen das dann trotzdem weiter, falls es jetzt zerstört wird. Ja, wir beschwören jetzt ihn. Opfern den. Wo ist den Boy? Das ist dann Permanence, ey. Kannst du mir nicht erzählen. Ey, wie er liegt jetzt wieder so ein Dicker, ne? Boah, ich komm da drüber sogar. Mit der Spell. Ich brauche ja gar nicht seinen Effekt nutzen. Naja, ganz ehrlich, ich will nicht, dass der eine Tributbeschwörung macht oder so. Das ist ja so lächerlich, Alter. Das ist ja so lächerlich, wie kann man denn. Ey, das ist doch. Warum hat der. Alter! Ja, wenn du einen Panelmonster hast, dann ist der ja voll schwach. Wie bastet? Kann man ja voll die krassen Effekte sich ausdenken. Ja, also der hat 5000 Angriffspunkte, aber wenn er gegen Panelmonster kämpft, null. Ist doch voll fair. Kein Mensch spielt Panelmonster. So komplett übertrieben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, Kettenzerstörung. Das kann natürlich helfen. Ich würde sagen, wir sammeln weiter Monster. Kommt so TT, ey. Das wäre auch komplett schade. Dann setzen die. I mean, es ist natürlich ein. Wir können auch switchen, ne? Oh, warte, das geht sogar, ne? Ah, du kannst ein anderes Vampirmonster kontrollieren. Wir vertauschen Kontrolle. Ah, da muss ich in Defense rufen. Okay, nächsten Zug würde ich sagen, gehen wir rein. Also dann machen wir Effekt, switchen die und dann greifen wir rein. Also wir können ja nicht ewig ihn da defenden lassen hinter so einer Kackkarte. Ja, okay, pass, okay. Ja, werden wir machen. Wir werden auf jeden Fall switchen. Leider können wir nicht übernehmen. Das wäre natürlich richtig krank. Oh, noch ein Dino. Ja, das bringt natürlich jetzt leider nichts. Der 1000, ne? Das sind 1000 mehr Schaden, theoretisch.
Boah, ich will halt die Kontrolle übernehmen. Das geht gar nicht. Aber du kannst auch nächstes Mal ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert und ein anderes Vampir. Ach, ein anderes Vampirmonster. Ja gut, dann sind wir ja komplett aufgeschmissen hier. An dieser Stelle machen wir so. Dann bleibt es ja nichts anderes, um wieder zu warten. Haben wir ein Out? Dort, nee, Coco. Coco ist auch zu schwach, ne? Wir müssen wirklich ein Equip-Spell ziehen. Ja, ob das jetzt ein Fehler war, werden wir noch gleich sehen. Ey, du hast nicht... Ich find's süß, wie er das die ganze Zeit macht, so. Als hätte das einen Impact oder so. Wenn du ihn nicht raus spezial beschwören willst, hat es auch keinen Impact. So. Ich weiß gar nicht. Oh, Cracker. Warte, wir können auch in Exit gehen, ne? Verdammt, können wir nicht. Aber, warte. Der macht nur... ATK zu 0, das bringt ja gar nichts. Ja, bringt auch nichts. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Ich würde sagen... Boah, ich weiß nicht. Gehen wir erstmal in die Battle Phase. Wir gucken, was da drunter ist. Ey, wenn du Blödmann wirklich nochmal die hast. Das ist ja so witzig. Ha, ha, ha. Was? Doppelte deine Grundattacke. Au. Hä? Ah ne, der dreht sich nicht. Aber ich darf Karten und Ende ziehen. Ah, mein Fest 2. Ich weiß gar nicht, ob die beschwören will. Weil eigentlich haben wir jetzt schon zu viele Karten. Weil der ist Feuer. Der kann eigentlich nicht für eine Exit-Summe genutzt werden. Das ist eigentlich schlecht. Okay, I see. Es ist so ein Troll-Deck, ne? Aber wir müssten ja mit Schicksalsheld Defender. Ja, ja. Während jeder das Tempel für deines Gegners. Oder er macht jetzt Tributbeschwörung. Das ist permanently? Oh, okay. Warum wundere ich mich eigentlich? Aber weißt du, was für lustig ist? Warte, der kann auch zerstören, ne? Lol, ist so lustig, dass das geht. Komplett hops genommen. Hättest du mal mich gemacht. Hahaha! Ja, leider eine Normalbeschwörung, ne? Aber hättest du mal nicht gemacht, mein Lieber. Hättest du mal nicht gemacht. Das reicht aber nicht für Game, ne? Das sind 4200, 6400, 7... Ja, es reicht nicht. Es wäre nicht Game. Das, wenn er jetzt kein Monster hat und Pass macht, das wäre nicht Game. Ey, schon lustig. Also die Karte, krass gut. Ja, komm, wir sind Sky Prison. Er liebt die Karte. Oh, mit Cracker, warte. Ah, Cracker geht in der Hand. Achso, jetzt kommt er aus der Hand, okay. Ja, jetzt haben wir ein nächstes Problem. Also definitiv haben wir ein weiteres Problem hier in the Feld. Das müssen wir mal überlegen. Lass mir den Angriff durch. Ist die Frage, wen angreift. Also wenn der Vampirbaron angreift, also safe wird das, Mann, dann lassen wir es wahrscheinlich durch. Ist ja jetzt so krass, ne? Aber lohnt nicht. Es lohnt einfach nicht. Der ist schon strong, ne? Also kann man nicht anders sagen. So, jetzt haben wir ein Problem. Um ganz zu sein, ein Herr der himmlischen Dings-Problem. Oh, das ist natürlich gut. Das können wir auch ressourcentechnisch voll reingehen eigentlich. Ah, die 1000 mehr dann nicht. Ist auch egal. Wir wollen jetzt Karten. Wir müssen ja irgendwie gute Karten ziehen. Was war das? Mein Hand und Feld. Ich darf so viel ziehen, wie der Gegner Feldkarten hat. Ich muss ja alles rausballern. Okay. Okay, okay. Okay. Da werde ich angerufen. Auch gut. So. Jetzt die Frage. Jetzt könnten wir euch den Minus eingehen.
Können wir den ab? Ist hier nix, so. Boah, er hat ganz schön viele Karten, ne? Ja, der ist voll gut. Okay. Den Defense, na gut, das ist vollkommen fein. Er hat dann noch die Trap, die Targeting umwendet, leider. Dann würde ich sagen, beschwören wir den, ja, opfern. Den. Boah. Jetzt so ein Reißattribut wäre crazy. Das Ding ist, generell können wir dieses Duell gewinnen. Aber so Traps und so, wie sowas, ist halt so strong, ne? Und wir können dagegen halt als solches nichts machen. Was ist das denn jetzt? Okay. Das hilft uns jetzt in diesem Spielzug ja eher schon fast. Nein. Ja, dann gehen wir in... Ja, ist eigentlich egal in dieser Situation. Endphase. So. Okay, er will aber auch nicht irgendwie, ne? Das ist ein bisschen komisch. Okay, wir haben einen stärkeren. Ich meine... Warum die Schwachen da lassen, damit die Starken können. Jeder Spieler muss einen Angriff auf seine Hand auf den Friedhof legen und Angriff zu deklarieren. Das heißt, ich muss, ja. Aber ist ja egal eigentlich. Also... Ja, nehmen wir die weg. Krass, ne? Das ist bei Deklaration. Das ist halt schon krass, weil Damage Stab und so halt nicht dann zählt. So. Ja, vielleicht war das Dino, den Dinosaurier beschwören, jetzt vielleicht gar nicht so schlau. Weil wir brauchen Handkarten, ne? Also wir können... Warte, er hat 4. Wir haben 5. Ja, gut. Wenn wir noch 1, 2 zerstört, dann... Ich meine... Wir werden das erste Mal hier ausgleichendes Urteil, glaube ich, in diesem Duell aktivieren. Ich glaube das schon. Mal gucken. Das Duell hat's in sich. Okay. Oh, Moonschild. Das ist stark. Boah, das wird immer schwerer. Gefühlt wird das... Warte, können wir... Warte. Nein, der ist Krieger, ne? Nein. Wir haben unsere Chance vertan. Merken wir uns bald mal vorhanden nächstes Mal. Er muss aber auch Handkarten abwerfen und er greift dann Monster und Defense an. Das ist jetzt nicht so das Smarteste. Aber, I mean... Ja. Soll er? Ah, der macht Piercing! Ja gut, okay, dann habe ich nichts gesagt. Wie? Was jetzt? Digga, also ich weiß auch nicht... Was ist das? Also mich regt das immer noch auf, dass der 2-6 hat. Ja, Moonschild ist jetzt noch... Ey, Moonschild in der Challenge! Ho, ho. Also, Moonschild haben wäre crazy. So, wir haben... 4. Er hat... Dürfen wir 2 Karten ziehen. Ja, komm. Pot of Greed! Ja, wenn du jetzt Ash hast, ne? Dann bin ich auch sauer. Stimmt, Ash oder so haben wir gar nicht gesehen in letzter Zeit. Ich glaube, wir können Mondschild halt nicht outen. Aber wir werden sehen. Digga, was zur Hölle? Jetzt bin ich richtig sauer, ey. Nö, finde ich nicht gut. Und eigentlich will ich das Duell nicht aufgeben, weil wir so viele Sachen gemacht haben. Wir müssen doch jetzt mal hier ein paar Punkte dafür kriegen. Warum kriegt man nur gefühlt Punkte, wenn wir Gegner Schaden zu... Ja, zu spät und bringt auch nichts. Ja. Ja, Moonschild ist halt. Ach Mann, das ist doch ärgerlich. Ach Mann.
kommt halt zu spät. Viel zu spät. Ich meine, das Moonschild hätte uns irgendwann eh hops genommen, aber es kommt trotzdem einfach zu spät. Es kommt halt einfach zu spät. Ach, Diggi. Wir gewinnen jetzt noch. Wegen Time oder was oder so. Boah. Vor allem, guck mal. Er spielt so einen Haufen, ne? Und dann hat er Ash. Also er spielt wirklich den größten Haufen. Ja, das... Ne, das hilft uns sogar, oder? Warte. Warte, wie viel kriegt der? Das macht nur 100 Schaden. Hä, das hilft uns ja voll. Hä, das Moonschild ist ja voll... Bringt halt gar nichts. Also für den Piercing-Damage bringt das nichts. Außer 100 Schaden immer. Ja, komm, wir holen ihn dann auch wieder. Also er kann uns nicht besiegen so schnell, weil er halt einfach keine Handkarten hat. Ist schon lustig. Also er kann gleich zweimal angreifen, aber... Oh. Es bringt halt alles nichts. I mean, wir ziehen nur Monster, ne? Wir könnten ihn... Deckout geht genau nicht, das ist ja ärgerlich. Es sind halt 100. Es sind halt immer 100. Oh no. Hä, doch, noch 22 Züge. Hä, doch. Also, wenn er nur damit immer angreift, dann ist das noch Game. Ist das once per turn? Ne, einmal pro Duell. Ja, okay, fair. Ach, du kleiner Bohrmaulwurf. Ja, I mean... Fair... Ey, er hat nur eine Ash, sag ich euch. Er spielt nur eine einzige Ash in dem Deck. Er könnte jetzt Excalibur rufen, wenn er den spielt. Und dann ist halt vorbei, ne? Excalibur gibt 4000 und... Ne, dann hat er auch Need verloren. Hätte ich doch einen Death drehen sollen. Okay, er ruft nicht Excalibur. Was legt sie? Karte... Auf oder unter dein Deck. Ja, das ist natürlich frech. Oben auf dein Deck. Ah, oh, das ist doch mies. Das ist doch mies. Muss doch nicht, mein Lieber. Der Gegner kann kein Monster als Zivangus spielen, außer diesen. Okay. Kein Effekt, 500 Zahlen und dein Battleface ist nicht so Doppeldecker. Was? Was? Wie krass ist der? Ja, okay, ne, komm. Der ist ja noch krasser als Excalibur. What the? Der Solus, den er genannt hat, aber hat er leider. Er spielt irgendein Trolldeck, ey. Na toll, wir haben gegen ein Trolldeck verloren. Ach Mensch, das ist doch ärgerlich. Genau, ATK, jetzt hat er 7200, Alter. Was zur Hölle? Hä? Ja, doch. Ach, komm. Alter, Moonschild ist aber auch. Komm, wir kriegen ja solche Erfahrungen. 500. Zauber aktivieren, Fallen aktivieren, Spezialschwung durchführen, Tributbeschwung durchführen. Es ist echt schwer, du, muss ich sagen. Tja, ich meine, wir haben ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. Von daher darf ich mich, glaube ich, an dieser Stelle mal nicht beschweren. Wir haben einmal gewonnen. Ich meine, im Schnitt einmal gewinnen macht das Deck besser und besser und besser. Wir kriegen Legacy Packs und ähnliches. Also, das ist schon okay und okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's hier jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, aber ich bin ein bisschen sauer hier gewesen. Aber ey... Wie gesagt, man kann nicht immer gute Folgen haben, man kann nicht immer Spaß haben. Von daher, Leute, ich wünsche euch jetzt aber noch einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.